Moin ihr Landratten! Na, neugierig, was Janine und Christian an Bord von Aida Perla erlebt haben? Dann seid ihr hier genau richtig. Im dritten Vlog der Perlen am Mittelmeerreise nehmen euch die beiden mit nach Bella Italia. Konkret geht's nach Rom und Livorno. Was die beiden dort alles erlebt haben, verraten sie euch dann selber nach dem Intro. Viel Spaß, Leute! So, nach dieser nordischen Begrüßung in unserem dritten Vlog legen wir jetzt ja mit dem 8. August 2017 los, denn da erreichten wir mit Aida Perla den Hafen von Civitavecchia, dem Ausgangshafen für Ausflüge beispielsweise in die ewige Stadt Rom. Auch wir hatten uns damals für einen Abstecher nach Rom auf eigene Faust entschieden, sodass wir nach dem Frühstück Aida Perla in aller Ruhe verließen, um dann mit dem kostenlosen Shuttlebus, der direkt vor Aida Perla abfuhr, weiterzufahren. Dieser bringt euch dann zum zentralen Umschlagplatz in Civitavecchia, von wo aus ihr wahlweise zu Fuß oder mit einem weiteren Bus für wenige Euro, ich glaube es waren so ungefähr 1,70 Euro, damals bis zum Bahnhof der Stadt fahren könnt. Am Bahnhof von Civitavecchia angekommen, haben wir dann für rund 15 Euro pro Person die Tickets in Richtung Rom erworben und sind anschließend mit dem Zug bis zur Station Roma San Pietro gefahren. Diese Station liegt nur wenige Gehminuten vom Vatikan entfernt, sodass ihr diesen bequem auf eigene Faust erreichen könnt. Wir würden daher diese Ausstiegsoption auf alle Fälle weiterempfehlen. Falls ihr beispielsweise einen Abstecher in den Petersdom plant, solltet ihr im Bestfall vorab die Tickets kaufen, da bei unseren bisherigen Besuchen in Rom immer ein sehr großer Ansturm beim Einlass war und ihr dadurch natürlich wertvolle Zeit sparen könnt, wenn ihr vorab beispielsweise so Fastlane-Tickets kauft. Weiter ging es für uns damals dann erstmal in Richtung Engelsburg mit Blick auf den Tibor, was auf jeden Fall ein sehr schönes Fotomotiv ist, bis wir dann am Pantheon nach einem leckeren Mittagssnack angekommen sind. Die passenden Impressionen zu unserem ersten Fußmarsch durch Rom gibt es jetzt erstmal für euch. Ihr seht es ja wahrscheinlich schon selber auf unseren Bildern, dass Rom wie gewohnt recht gut besucht war, sodass wir uns dazu entschieden, nur noch am Trevi-Brunnen und der Spanischen Treppe einen Fotostopp einzulegen und dann noch ja, eine kleine Kugel Eis zu essen, bevor es mit dem Zug wieder zurück nach Civitavecchia ging, wo wir dann den Nachmittag ganz entspannt an Bord von Aida Perla ausklingen ließen. Den Abend verbrachten wir an Bord im Casanova-Restaurant, also ganz standesgemäß. Hier erwarten euch italienisch-venezianisch angehauchte Speisen, die im Bedienservice euch ja am Platz serviert werden und die dann auch allesamt im Reisepreis inklusive sind. Einzig die Getränke müssen im Casanova dann zusätzlich gezahlt werden. Wir würden das Restaurant auf alle Fälle weiterempfehlen, uns hat es bis jetzt dort immer gut geschmeckt und auch das Ambiente ist relativ entspannt. Um die leckeren angefutterten Kalorien dann noch loszuwerden, ging es für uns danach in den Beach Club, denn dort stieg am Abend dann die Silent Party, bei der ihr euch Kopfhörer ausleihen könnt und mit diesen dann Musik von drei unterschiedlichen Kanälen abrufen könnt. Ja, und so kann dann jeder zu seiner ganz persönlichen Lieblingsmusik abtanzen. Für uns immer ein sehr, sehr witziges Event, auch wenn die Szenen gerade in der heutigen Corona-Zeit ja ein bisschen ungewöhnlich wirken, aber wir können natürlich nur hoffen, dass früher oder später solche Partys auch wieder möglich sein werden.
darauffolgenden Tag erwartete uns mit Livorno der zweite italienische Hafen der Reise. Livorno ist für viele Ausgangspunkt für Touren nach Florenz oder Pisa. Für uns stand allerdings ein besonderer Ausflug an, denn unsere Sternstunde, die ein Event für Vielfahrer bei Ida darstellt, sollte uns auf ein kleines Weingut bringen, auf dem wir den Vormittag verbringen sollten. Ja, neben einer gemütlichen Kutschfahrt über das Gelände wartete ein kulinarisches Highlight auf uns, denn die gesamte Gruppe backte nach italienischem Originalrezept leckere Pizza und Focaccia. Aber schaut euch die Szenen am besten selber mal an, die uns auch noch bis heute das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Nachmittag hatten wir dann noch genug Zeit, um auf eigene Faust nach Pisa zu fahren. Ja, hierfür nutzten wir zunächst den Shuttlebus vom Hafen aus, der uns ins Stadtzentrum von Livorno brachte, von wo aus es dann mit dem Bus zum Bahnhof ging. Die Zugfahrt von Livorno nach Pisa dauert rund 30 Minuten und kostet nur wenige Euro. Unser Ziel war der Plaza di Miracoli mit dem weltbekannten schiefen Turm, den wir aber nicht besichtigen konnten. Dennoch möchten wir euch an dieser Stelle ein paar Szenen präsentieren. Zurück auf Aida Perla wollten wir uns noch kurz um Four Elements abkühlen. Hierfür gibt es zum einen den Lazy River, auf dem ihr euch in einem Reifen entspannt mit der Strömung treiben lassen könnt. Oder wer es etwas rasanter mag, sollte den Aida Racer ausprobieren und kann hier sogar gegen eine andere Person um die Wette rutschen. Zum Abschluss dieses Vlogs gibt es noch einen kurzen Einblick in das East Restaurant an Bord, welches uns bis jetzt immer sehr, sehr gut gefallen hatte, denn hier könnt ihr euch im asiatischen Ambiente sogar eigene Gerichte am mongolischen Grill zubereiten lassen, die nicht nur super frisch sind, sondern auch sehr gut schmecken. Ja, und während wir es uns hier in diesen Szenen nochmal schmecken lassen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und uns ein Feedback zum aktuellen Video dalasst. Also bleibt gesund und bis bald.